Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier heute an der guten Bahnhof des 90 und bin jetzt hier am Bahnhof. Und natürlich darf das Fahrradparkhaus hier nicht fehlen. Das topmoderne Fahrradparkhaus. Und hier so eine nette Toilette. Ich sehe hier so eine ganze Position für das Fahrradparkhaus. Und betrieben von der Lebenshilfe, hier ist ein Taxistand. Und da ist auch der schon der Fahrradparkplatz mit dem großen Wasserturm im Hintergrund. Und das Fahrradparkhaus kann man nur mit einer sogenannten Kundenkarte nutzen. Ach cool, das ist auch ein Kunstautomat. Krass. Und das sind hier so Ladeboxen für so E-Bikes. Und da ist hier eine normale Ladestation, wie man sie so kennt. Es gibt sogar eine Carsharing-Station. Und jetzt laufen hier so ein Bus da hinten. Das ist ein riesen Reifenplatz. Und gut, zwei Fahrplätze in anderen Richtung ist hier stark. Und da. Wartehalle, also da gibt es eigentlich die Wartehalle, aber die hat jetzt leider zu. Aber die sind ja auch hier zu reinzugehen. Und da ist der Busbahnhof, da rechts die SB30 in der Stadt Duisburg. Das ist ja auch die einzige Linie, die über eine Linie hier von über 55 Kilometer Strecke. An der anderen Linie sind ja alles hier Umlandlinien. Hier, das sind so natürlich, wir darf hier wohnen. Aussichten hier nicht fehlen. Und der Fernmeldeturm, der über auch. An der Niederrhein aus Bebe empfangen wird. Und hier gibt es sogar eine Anzeigetafel. Campen, fährt da auch Geld an Passanten. Die ganzen Busse hier. Das ist der Busbahnhof. Ein Interface zu den an der Bahnsteig in Richtung Düsseldorf. Dieses Schuhmaterial mal sehen. Ah, das ist von der Tafel. Sehr, sehr gute Unterstützung. Es ist sehr schön und modern, muss ich sagen. Hier in Gelb. War schon lange nicht mehr hier. Der Busbahnhof wurde auch teilweise modernisiert hier. Aber es fehlt, jetzt ist natürlich der Fahrkartenautomat hier. Hier gibt es einen Fahrer oder eben hier am vorderen Bahnhofsautomat hier vorne. Und das war's auch schon hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.